So, jetzt kommt die Übungsphase, also zweiter Teil dieses Videos. Damit es nicht zu lang wird, werde ich das immer splitten. Wir haben hier die entsprechenden Aufgaben. Ich lese nochmal ganz kurz vor, damit jeder sieht, was es ist. 24x minus 7 ist größer als 12. 18x plus 8 ist kleiner als minus 3. 15, pardon, 15 minus 2x ist größer als minus 19, soll das heißen. 4 soll kleiner als 5x minus 3 sein und 12 soll größer als 4 minus 8x sein. Ihr, die ihr es noch nicht wisst, macht zu Hause, drückt jetzt die Pause-Taste. Wir machen das hier auch. Ihr rechnet die Dinge aus und wir melden uns dann mit allen Lösungen und Erklärungen wieder. So, dann Action. So, zur Auflösung. Bei der ersten war nichts Besonderes. 24x minus 7 soll größer als 12 sein. Hier passiert überhaupt nichts, ne? Hier wird nicht durch negative Zahlen dividiert oder mit negativen Zahlen multipliziert. Deswegen können wir das so lassen hier. Die zweite, auch hier passiert nichts Besonderes. Ich teile durch 18, dann steht hier eben x ist kleiner als minus 11 Achtzehntel. Kein Problem. Ne? Bleibt so alles. Auch hier passiert nichts. Ich dividiere an der Stelle noch nicht, also ist nichts passiert bis hierher. Und jetzt sage ich, minus 2 muss weg, also teile ich durch minus 2. Ich habe jetzt mal hier ein Achtungszeichen gemacht. Achtung, von hier nach hier hat sich es jetzt gedreht. Muss ich machen, wir wissen ja warum. Siehe erster Teil dieses Videokomplexes. So, nächstes Ding. Plus 3, okay, 7 und 5, 7 Fünftel, nichts passiert. Ich teile nicht durch negative Zahlen, ich nehme nicht mit negativen Zahlen mal. Bei der fünften war es eigentlich auch nicht weiter gefährlich bis zu der Stelle. Hier wurde es gefährlich, denn ich muss sagen, ich muss durch minus 8 teilen. Ich teile durch minus 8. Was passiert? Achtung, habe ich extra. Das macht man natürlich sonst nicht. Was passiert? Es dreht sich das vergleichende Zeichen um. Fragen. Wir machen jetzt mal weiter und basteln uns mal, indem wir Geschichten aus dem Leben in Ungleichungen übersetzen. Unsere nächsten Aufgaben zusammen. Es könnte doch Folgendes heißen. Es war einmal. Es war einmal ein reicher Mann. Machen wir das mal so. Der hatte 120.000 Euro. Und dieser reiche Mann wusste, dass er reicher ist als sein Nachbar, von dem er wusste, dass er mindestens 100.000 Euro auch hat. Aber. Und jetzt müssen wir uns was überlegen. Jetzt muss irgendwas mit einem X kommen. Ja? Warte mal, ich mache mal Pause. Wir führen mal die Geschichte fort. Also, die Geschichte könnte heißen, ein Mensch hat 120.000 Euro auf dem Konto, arbeitet nicht und er weiß aber, dass sein Nachbar schon mittlerweile 120.000 Euro hat. Und jetzt überlegt er, der Nachbar verdient in jedem Monat Geld dazu. Wie lange wird dieser Mann, der sich um das Wohl des Nachbarn Gedanken macht, wie lange wird dieser Mann hier reicher sein? So könnte das zum Beispiel sein. Oder probieren wir was anderes. Wir probieren das mit Getreide. Wir wissen alle Prozentrechnungen, die gibt es. Ein Mensch überlegt, wie viel Verlust kann er sich leisten. Und zwar, er erntet jedes Jahr 400 Tonnen Weizen. Und er weiß auch, dass ein bestimmter Verlust jedes Jahr auftritt. Prozentsatz. Er weiß bloß noch nicht, wie viel Prozent das werden dürfen, wenn der Verlust kleiner als 10 Tonnen sein soll. Ist eine Gleichung. Ist eine Ungleichung. Das heißt, er möchte wissen, wie viel Prozent Verlust darf ich mir denn leisten, damit ich immer unter 10 Tonnen bleibe. Oder. Damit kann man rechnen. Ist ja nicht dabei. Noch eine Aufgabe. Es fließt jeden Tag aus, ja, eine Wasserleitung führt jeden Tag 520 Kubikmeter Wasser und 3% rechnet man soll der Verlust sein und man möchte aber, dass dieser Verlust, na nee, das wäre zu blöd, das wäre zu einfach. Nee, jetzt verhaspeln wir uns. Anders.
Moment, jetzt muss ich mal eine Pause machen dafür. Machen wir es so. Man weiß, dass jeden Tag eine bestimmte Wassermenge durch eine Hauptwasserleitung einer Stadt fließt. Das ist der Grundwert hier in diesem Fall. Man weiß auch, dass immer 3% irgendwie auf irgendwelche Art, ob ein Rohrbruch oder ein Unfallschaden oder sonst was, verloren gehen. Und jetzt weiß man, dass dieser Verlust im Allgemeinen 30 Kubikmeter beträgt. Man möchte aber, damit der Verlust nicht in Kubikmetern so groß wird, ausrechnen, wie viel dürfen wir denn Wasser durch die Leitung schicken? Oder. Also mir fällt jetzt wirklich nichts Blöderes mehr ein. Wir haben aber jetzt mal eine Basis und können mal ausrechnen, was wird daraus. Ungleichungen, ich wollte jetzt nicht das Buch bemühen, sondern wir wollten uns eigentlich welche überlegen. Überlegt euch jetzt noch eine und dann machen wir noch mal eine Übung damit. Jetzt haben wir eine Geschichte daraus entwickelt. Es sitzt jemand da, jemand, der Mehrwertsteuer bezahlen muss, 19%, und er ist so geizig, dass er sagt, ich gönne dem Staat die 19% Mehrwertsteuer nicht. Ich möchte höchstens an diesem Tage 100 € Steuern bezahlen müssen. Jetzt möchte ich mir meinen Verdienst ausrechnen, der irgendwie so sein muss, dass es das, was an Steuern rauskommt, kleiner als 100 € ist. Einverstanden. Andere Variante. Machen wir doch eins mit beiden Seiten. 3x plus 5 soll größer sein als 2x plus 1. Was könnte dahinter stecken? Überlegen wir uns mal was. Wir wollen was für unsere Klassenkasse tun und sagen uns, entweder wir gehen auf den Markt X oder den Markt Y irgendwo hin, also auf den Markt dahin. Auf dem einen Markt haben wir 200 € Grundkosten für Standmiete, für dies, für das, für jenes. Auf dem anderen Markt, der ist aber nicht so gut besucht, dafür haben wir auch bloß 100 € Grundkosten. Und jetzt überlegen wir, was ist für uns günstiger? Gehen wir auf den einen oder den anderen Markt? Denn auf dem, wo wir zwar 200 € Grundkosten haben, werden wir wahrscheinlich dreimal so viel einnehmen. Auf dem anderen werden wir nur zweimal so viel einnehmen und so weiter und so fort. Mit so einem Kram kann man rechnen. Das ist eine schöne Aufgabe für zu Hause zum Üben. Kann man mal machen. Richtig schön mit Einheiten, mit allem drum und dran abschreiben. Dann wird das Ganze auch sinnvoll. Also mit Euro und durchaus mit X natürlich. Hier rechnen wir klein p aus. Da gibt es kein X. Hier ist das T Tonnen. Hier ist der Grundwert gegeben. Das muss also G ist kleiner als dies und das geschrieben werden. Hier schreiben wir das Wort Verdienst. Und hier schreiben wir einfach mal wieder ein X. So. Übungsaufgaben für zu Hause, die 5 Dinger lösen. Die Auflösung, die machen wir morgen oder beim nächsten Mal. Ich höre an der Stelle erstmal auf, wir haben noch einiges zu besprechen.